Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Rome Total War 2 mit Makedonien und meine Siedlung, also meine linke Faust, wird angegriffen vom Stolz. Gut, dann Stolz gegen Faust, mal schauen wer gewinnt. Ich würde sagen die Faust. Und der Stolz wird dann leidet darunter, wenn man eine Niederlage erlangt. So, es regnet, das ist uns aber ziemlich wurscht. Es ist schon wieder dieselbe Karte. Tja. Ich überlege gerade, ob ich mal eine andere Taktik machen soll, aber okay, ich mach mal eine andere Taktik. Und zwar eine. Quasi, dass ich mich nicht hier vorne breit aufstelle, sondern hier hinten kompakt. Königliche Peltasten. Und. Genau, und mit der Kavallerie dann wieder diese Flankierung mach. Im Falle unseres Sieges will ich Zeus und Ares mit einem Opfer. Der Vorteil bei so kompakten. Das nähert sich feindliche Unterstützung. Ah, dahin. Kompakten Aufstellungen ist natürlich das, ja, dass die sehr viel länger aushalten, weil mehr Verstärkung kommt von hinten. Also Austauschdinger. Und das ist auf jeden Fall. Eure Befehle? Ja, Kommandant! Schildträger! So. Elteirenreiterei. Kavallerie halt mal raus. Mit der Geschwindigkeit. Schwere Kavallerie bereit und willig. Elteirenreiterei. Die Götter des Olymps! Königliche Peltasten, ich erwarte eure Befehle. Ich hole mal die Peltasten dahin. Und die dahin. Damit, ja. Die hier ein bisschen Fernkampfunterstützung haben. Ich mach mal vier. Da bleiben und zwei nach hinten für die Katapulte. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. Ja. Der bekommt schon aufs Mäulchen durch die Katapulte. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Alter. Der macht heftigen Schaden. So, hier kommen die nächsten. Königliche Peltasten. Wir gehen mal dahin. Okay, die. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Komm hier mal auf. Das ist halt immer das Problem, wenn man keine guten Fernkämpfer hat.
wenn der Gegner dann, ja, Fernkampfkavallerie hat. Das ist halt immer so die Achillesferse von einem. Ach ja, jetzt checkt er das. Die seine Artillerie weg ist. Was ist das? Per Tasten. Dann sage ich mal dem per Tasten guten Morgen. Ich versuche mal die einzusperren. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oder ich gehe komplett außenrum. Der Eingang hier ist, glaube ich, zugestopft. Der macht es auf jeden Fall sehr richtig, dass er meine Pikiniere erstmal sehr dezimiert und nicht offensiv angreift. Wir erwarten eure Befehle. Das ist auf jeden Fall sehr gut. Mach schon. Durchbrecht die Linien! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Okay, das hat schon mal geklappt. Die sind schon ziemlich dezimiert. Der ist extrem dezimiert. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Gut. Gut, gut, gut. Die fighten da weiter. Und ich habe beide besiegt. Beide Kavallerieeinheiten. Das ist schon mal sehr schön. So, und dann würde ich sagen, bleibe ich noch ein bisschen da. Weil das sind nur Plänkler-Kavalleristen. So, aber jetzt sollte ich mal rausgehen. Jetzt sollte ich doch mal rausgehen. Wie stehen die denn da? Stolze Söhne!
Söhne Makedoniens. Er schafft uns ja müde. Stolze Söhne Makedoniens. Schnell vorrücken! Okay, dann schauen wir mal, was er noch so auf dem Petto hat. Ja, jetzt kommt der Charge. Nein. Und wir gehen mal außen rum. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Mhm. Das kommt vor. So, der weiß nicht wirklich, wohin er soll, ne? Das ist gut für uns. Und das ist schlecht für uns. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Das ist nicht sehr gut. Die sind schon ziemlich erschöpft. Schockkavallerie bereit. Befehle? Halt ihre Position an! Ah ja, da kommen noch mehr. Verdammt. Der reitet mal außen rum und geht in den Rücken von denen. Kavallerie, vorrücken! Da zeigt sich auch, dass, wie krass die Hetairen-Reiterei ist. Weil die sind beide erschöpft und ja, nehmen es mit den drei auf. Also schon krass. Aber was der jetzt macht, weiß ich auch nicht wirklich. Königliche Peltasten! Der schießt von da drüben, das ist sehr unangenehm. Ja, dann mache ich halt wieder die alte Leier, ne? Wenn der das so will, dann mag ich das auch so. Bitte unterstützt den. Er ist fast tot. Los, 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 los. Okay, wenn die jetzt nicht befördert werden, dann fress ich einen Besen. So. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit. So, erstmal ganz langsam und gemach. Die haben jetzt genug gemacht. So. Der weiß wirklich nicht, was er will. Schnelles Marschieren! Die
königliche Peltasten! Schnell vor! Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt! Doppelte Geschwindigkeit! Eisenreiterei! Königliche Peltasten! Doppelte Geschwindigkeit! Die Makedonier sind bereit! So, und jetzt? Was machst du jetzt? Aha. Ist ja interessant. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Schöne Makedonien! Bereit zum Einsatz! Doppelte Geschwindigkeit! Schildträger! Tribunus! So. Jetzt versuche ich mal da die Klappe ein bisschen zuzumachen. Beziehungsweise schön in den Rücken zu chargen, damit der schneller Verstärkung bekommt. Die warten ja auch nur, dass die... ...dass die Fernkämpfer allein gelassen werden, die jetzt keine Munition mehr haben. Also ist das egal. Okay, alles klar. Geht's euch? Ja, die brauchen wirklich ein bisschen Pause. Die brauchen wirklich Pause. Die Makedonier sind bereit. So, diese blöden Bäume hier. Königliche Peltasten. Nahkampfgruppen erwarten Befehle. Okay, ich charge einmal kurz hier rein. Charge da rein. Kavallerie, doppelte Geschwindigkeit! Der auch. Damit die nicht mehr zu nerven. Das ist schon mal sehr gut. Königliche Peltasten, eure Befehle? Taxis! Befehle! Dann würde ich sagen, die da. Chargen hier rein. Die da chargen hier rein. Einmal hier, einmal da und dann mal da. Ja, das war jetzt eher so ein bisschen tröpfchenweise. Nicht sehr schön. Bitte aufstellen.
So, jetzt versuchen wir es nochmal. Du nach da, du nach da und du nach da. Und du noch da und du noch da. So, das sieht doch schon mal viel schöner aus. Die Schlacht wendet sich zu unseren Gunsten. Königliche Peltasten, Nahkampfinfanterie bereit. Wir haben ein bisschen gelitten jetzt, die königlichen Peltasten, aber das ist schon in Ordnung. Der General ist schon tot, das ist klar, aber dann bekommen die noch ein bisschen mehr Mamfi-Mamfi. Die bekommen auch ein bisschen Mamfi-Mamfi. Der feindliche General ist tot. Ah, er war doch nicht tot. Also der erste ist schon gestorben. Ah, okay, alles klar. Unsere versteckten Einheiten wurden entdeckt. So, ein bisschen Erfahrung für den General ist auch immer gut. Ich glaube, das passt jetzt schon. Gut. 280 ist schon ganz gut. 150. Der hatte halt den Nachteil, dass er von Anfang an gegen 2 gekämpft hat und der hat die Plänkler weggeschnabbelt. Aber beide haben überlebt. Beziehungsweise beide haben einen sehr guten Job gemacht. Das waren ja die der drei Artillerien weggeschneckt haben. Und alle sind sehr schön Silber geworden, also fast alle. Die meisten. Genau. Aber die haben schon sehr gelitten, die Pikiniere. Durch eben 2 Artillerien, also da kommt fast zusammen, ne? Ich will sehen, was die makedonischen Abtrünnigen machen. Ah, jetzt kommt das wieder. Jetzt kommt das wieder. Ah. Schön, dass er nur hoplitische Bürgerwehr hat. So. Ja, das muss ich jetzt kämpfen. Und natürlich hatte er den High Ground. Natürlich. So. Meine Verstärkung kommt natürlich von da ganz hinten. Zum Glück habe ich gerade neue Hopliten bestellt, die auch anwesend sind. Unsere Verstärkung ist eingetroffen. Doppelte Geschwindigkeit. Eure Befehle. Doppelte Geschwindigkeit. Zu euren Diensten. Erwarte Befehle. Schnell! Befehle! Schnell jetzt! So. Auf jeden Fall eine Pikiniereinheit habe ich. Das ist schon mal ganz gut. Die stellt sich hier auf. Die Bürgerding stellt sich hier auf. Die stellen sich da auf. Die stellen sich da auf und die stellen sich da auf.
So. Hoplin bereit, General! Eure Befehle, mein Herr! Bereit, mein Herr! Schnell, vorrücken! General! Doppelte Geschwindigkeit! So, mal schauen, was wir ihnen alles wegsnacken können. Meinte eigentlich Blankenklappen. Aber okay. Ja. Aber zum Glück können die wieder aufsetzen. Das war, glaube ich, früher nicht so. Ja, früher konnten die dann nicht mehr aufsetzen. Eure Befehle, mein Herr! General! Kein Retreat! Tarantinische Kavallerie! Feuer! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt! Erwarte Befehle! Nahkampfinfanterie zu euren Diensten! Bereit! Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Elite Bogenschützen! Bogenschützen! Los! Virtus! Bereit zum Einsatz! Stolze Söhne Makedoniens! Unser General ist gefallen! Ja, natürlich. Wir erwarten eure Befehle. Sucht euch eure Ziele. Hoplinden! Schnell! Elite Bogenschützen! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Bogenschützen! Königliche Feldhand! Tarantinische Kavallerie! Schnell und präzise! Schnell vorrücken! Tarantinische Kavallerie! Nahkampftruppen erwarten Befehle! Persische Bogenschützen! Wie lauten eure Befehle? Tarantinische Kavallerie! Ja. Das ist nicht ganz so geil. Persische Bogenschützen! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Ja, Kommandant! Viken-Infanterie zu eurem Dienst! Kommandant! Greift eure Befehle! Tribunus! Viken! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Eure Befehle? Kyrie! Geschosskavallerie zu euren Diensten!
Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Bereit zum Einsatz. Karantinische Truppen schützen. Königliche Feldhass. Obliegen bereit. Zerstöcke, Korber. Mann, Herr. Schieß. Bereit. So. Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Persische Burgen schützen. Karantinische Kavallerie. Ja, Kommandant. Bereit. Hades kann warten. Ruhm für Makedonien. Mein Herr. Bereit zum Einsatz. Die Kaniere erwarten eure Befehle. Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Oh ne, mit denen gehe ich jetzt darauf. Speerinfanterie bereit. Kyrie! Bereit zum Einsatz. Mein Herr! Nirna! Schnell vorrücken! Persische! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Anblick. Abfliegen! Königliche Feldhass! Abnehmen, vorrücken! Greift an, Söhne des Ares! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Diese Banken jetzt alle, das ist blöd. Bob! Wir erwarten eure Befehle! Eure Befehle! Hey, jetzt geht's eigentlich hier. Gar nicht so schlecht. Uns geht's gerade echt nicht schlecht. Persische Burgen schützen! Abfliegen! Stolze Söhne Makedonien! Wir erwarten euch! Eine unserer Einheiten hat ihre gesamte Munition verbraucht. Söhne des Ares! Dicken-Infanterie bereit! Abfliegen bereit! Befehle? Gut, die Waffen. Persische Burgen schützen. Die halt auch, das ist blöd. Persische Burgen schützen. Schnelles Marschieren. Schneidet sie in Stücke. Wehrkämpfer bereit! Wir erwarten eure Befehle! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht! Das ist ein schändlicher Anblick! Königliche Feldhass! Auf einen Mann! Kompliten! Doppelte Geschwindigkeit! Speerinfanterie bereit! Kompliten bereit! Doppelte Geschwindigkeit! Jetzt muss ich schauen, dass ich den auch in den Rücken falle. Nur was ich hier mitmache. Königliche Feldhass! Schneidet sie in Stücke! Obliten! Obliten bereit zum Einsatz! Königliche Feldhass! Ja, ich glaube, das habe ich. Bewegt euch, ihr Hunde! Nahkampfinfanterie bereit! Feindlicher General ist tot. Sehr gut. Bereit! Na, ja, das haben die jetzt gewonnen. Die Fernkämpfer. Obliegen bereit! Stolze Söhne Makedoniens, Angriff! So, gut, also Pyrrhos Sieg so oder so. Aber ich glaube, er hat jetzt auf jeden Fall gewonnen. Stolze Söhne Makedoniens, zu euren Diensten! Weil er noch Fernkämpfer hat. Befehle! Hey! Bereit! Dienen, Dunster! Obliegen bereit!
eure Feinde. Wie lauten eure Befehle? Wir haben die versteckten feindlichen Einheiten entdeckt. Ja, die haben wir eben noch. Die haben halt noch Munition. Das ist das Schlimme. Mein Herr! Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Das ist ein schändlicher Angriff. Ein Vorteil ist, dass er nur Steinschleuderer hat. Und ihr seht es hier unten, die machen nicht unbedingt viel Damage. Was geht bei dem? Zuversichtlich. Weil der Ender wird dann auch verlieren. Der wird auch sterben. Wir verlieren Boden. Obliegt bereit! Zerstöcke, Kommandant! Hä? Wohin geht der denn? Die Speerkämpfer erwarten eure Befehle. Ah. Schnell vorrücken! Schneidet sie in Stücke! Doppelte Geschwindigkeit! Makedonien! Schnell vorrücken! Für die Götter des Olymp! Jetzt muss ich halt aufpassen. Unsere Männer fliehen vor der Schlacht. Oh wow. Das ist ein schändlicher Anblick. Ernsthaft. Das war echt lächerlich. Naja, okay. Gut. Ja, die Fernkämpfer haben ihn gerettet. Das auf jeden Fall. Aber es war auf jeden Fall ziemlich knapp. Naja. Blöd war, dass er hat die Kavallerie gar nicht schlecht eingesetzt. Ja. Zurückfallen und neu gruppieren! Ey, der lässt es ja. Ja, okay, ich bin ja schon mal geflohen. Nochmal. Alter. Was will der denn jetzt? Ja, das machen wir in der nächsten Folge. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mal schauen, was der uns jetzt noch anschmeißt. Gut. Macht's gut. Bye-bye.